Oh, Besuch. Hi. Ja, heute keine Bonsais hier. Tut mir leid. Heute geht es um meinen Unterbauschrank, den ich mit euch gerne zusammen bauen möchte. Den baue ich für meine Bonsai-Werkstatt. Und ja, wir stehen hier gerade in meiner Bonsai-Werkstatt. Und du auch. Also, ne, geh mal ein Stück zurück hier und guck dir das ein bisschen von weiter weg an. So, los geht's. So soll das Ding aussehen. Und wir machen uns ja immer wieder Gedanken, wie wir so etwas machen, logischerweise ganz klar. Der eine macht das so, der andere macht das so. Und ich mache es halt so. Ja, zwei Bretter haben wir gesägt, die Außenseiten haben wir gesägt jetzt. Und ja, es wird Zeit, dass wir das ganze Ding irgendwie mal ein bisschen zusammenschrauben. Aber vorher müssen wir natürlich auch noch die Nuten, die wir hier dran haben. Und zwar diese hier, die müssen wir natürlich wegschneiden. Und die hier oben müssen wir auch wegschneiden. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal machen. Ich habe mir eine schöne Tischkreissäge gebaut. So. Zeige ich euch das Ding mal. Da unten ist sie. Also da. Das gute Ding. Und da hinten stehen meine Bonsais. Also der Witz ist ja der, es gibt ja tausende Bedienungsanleitungen, wie man so etwas macht. Wir haben so eine Tischkreissäge gebaut, aber kein Schwein sagt einem, wie genau das Ding ist. Und ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert und ich kann euch sagen, je genauer ihr seid, desto besser ist die Säge und desto genauer ist die Säge auch. Ganz klar. Ihr müsst einfach nur handwerklich ein bisschen geschickt sein und dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Nee? So. Aber ich muss jetzt hier erstmal weitermachen. So, dann wollen wir mal gucken, wie genau wir waren. Ja, das ist schon. Ja, ich muss noch mal in mein schlaues Buchlein gucken. Ich habe gesagt, ich will eine Kompletthöhe haben von 90 Zentimetern. Und ich muss natürlich die obere Tischplatte, also das obere Stück, muss ich natürlich abrechnen. Also sind wir bei 88,5. Gut, 88,5. Ja, der Trick ist einfach ganz einfach. Ihr müsst einfach genau arbeiten und mit so einem Winkel, mit so einem rechten Winkel am Tisch, könnt ihr die Bretter relativ gerade sägen. Ich habe bei meiner Säge hier jetzt auf dem Meter 1 mm Versatz von oben nach unten. Das ist schon, denke ich, recht gut. Und ja, das funktioniert soweit, ne? Hier haben wir es bündig, relativ. Also man sieht es, glaube ich. Und hier vorne haben wir noch einen Versatz drin. Ja, dieser Versatz liegt einfach darin, dass ich nicht genau gemessen habe. Ich habe jetzt. Die Bretter sind sowieso viel zu lang, die werden wir eh noch mal kürzen. Und ich werde die Bretter gleich zusammenschrauben. Und dann werden wir sie noch mal mit der Kreissäge gemeinsam abschneiden. Und dann haben wir auch die gleiche Höhe. Made in Germany. Ihr seht schon, die Dinger sind 20 Jahre alt. Die habe ich mir vor 20 Jahren oder vor 20 Jahren habe ich mir die gekauft. Da habe ich noch ein bisschen mehr mit Holz gemacht. Jetzt muss ich erstmal die Ohrstöpsel rausnehmen. Sonst versteht ihr mich nicht. Oder ich verstehe euch nicht. Wie auch immer.
Ja, die habe ich mir vor 20 Jahren gekauft, die Dinger. Die sind 120 mal 30. Oh ja, das ist gut. Da habe ich noch ein bisschen mehr mit Holz gemacht und ja, wir lassen das jetzt noch mal wieder ein bisschen aufleben und gucken, dass wir wieder ein bisschen Spaß haben, nicht wahr? Mensch, du stehst immer wie ich. Ja, warum nimmt der gute Rolf jetzt zwei Schrauben plötzlich, eine lange oder eine kurze? Weil die Latte hier hinten gerade bleiben muss. Und die vorne kann sich noch verschieben. Aber das kann man wieder gerade stellen. Nur die hier hinten, die kann ich dann nicht mehr gerade stellen. Deswegen machen wir das so. Also prinzipiell eigentlich immer zwei Schrauben rein. Aber ich wollte jetzt keine großen Schrauben, zwei Stück da reinjagen, weil das Holz dann sonst auch kaputt geht. Das splittert hier sonst. Auch wenn man vorbohrt. Deswegen mache ich das so. Und mit einer großen Schraube, die die Hauptlast übernimmt. Und halt mit einer kleinen Fixierschraube, damit das Brett nicht wegrutscht. Na, das ist ja super gerade geworden, das Brett. Shit happens. Step 1. Die waren 96,5, ne? Wir schneiden jetzt erstmal der Länge nach. Also mit dem Paralleleinschlag da. Vorne und hinten festmachen mit Schraubzwingen kann einem echt auf den Sack gehen. So, der nächste Tag. Ich habe die Schubladen schon mal vorbereitet. Ich habe das Holz hier dementsprechend geschnitten. Na, wo sind die anderen hier? War eine ganz schöne Sägeaktion. Hat ziemlich lange gedauert. So, der Korpus ist fertig und wir machen jetzt die Schubladen einfach mal. Ja, es gibt natürlich 20.000 Möglichkeiten, um so eine Schublade fertig zu machen. Ich habe mich für die Variante entschieden. Dass wir einfach hier die Kanten oben drauf stellen und dann verleimen und verschrauben. Ist für mich die einfachste Möglichkeit, das zu machen. Man könnte natürlich auch das Ganze so machen. Also das heißt, dass das Brett hier das Brett hält. Also quasi so. Würde der Sache vermutlich ein bisschen mehr Stabilität geben mit längeren Schrauben. Aber mir für meine Bonsai-Werkstatt reicht mir das so, wie es ist. Aber das könnt ihr auch alles nachgoogeln. Da gibt es ja 20.000 Anleitungen, wie man eine Schublade baut. Das will ich euch gar nicht erzählen. Schmeiß weg. Das ist einfach nur eine Art, wie man eine Schublade baut. Und für mich die einfachste Art, eine Schublade zu bauen. Also der Werkunterschrank hat mich jetzt mit den 5 USB-Platten. Da gehen 5 USB-Platten bei drauf. Und mir fehlt noch die Frontblende. Knappe 40 € gekostet. Und das ist für eine Werkstatt eigentlich schon, naja, fast viel zu viel, finde ich. Aber dafür ist es halt stabil, ne? Ich habe 15 mm USB genommen. Der Bonsai-Tisch da drüben, der ist nur 13 mm.
USB, das ist echt zu knapp. Also das ist auch nicht unbedingt wirklich richtig stabil. Also ihr solltet dann, wenn schon, 15 mm USB nehmen oder halt mehr. So, jetzt geh doch mal weg da, Mensch. Du stehst voll im Weg. So, gucken kannst du auch hier. Da. Das ist meine Schraubenkiste. So sieht eine Schraubenkiste aus, wenn sie auf den Boden fällt und alle Schrauben rausfallen. Tja, ich habe jetzt auch noch keinen Bock gehabt, die Dinger zu sortieren. Ja. Wer macht das schon? Also ich nicht. Ich habe ja Zeit. Ich suche mir dann die passenden Schrauben raus. Man muss das ja nicht übertreiben mit der Ordnung. Ist zwar schön, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht. Ja, gehen tut das schon, ne? Klar, keine Frage, aber ich sortiere doch keine Schrauben. Muss ja auch wieder Holzleim drauf. Ja, fast vergessen hier. Komm, raus da. Benutze ich für Holzleim? Ja, billig Holzleim aus dem Discounter. Wie gesagt, mein neuer Holzleim ist bestellt. Ist vernünftiger Holzleim. Ich weiß nicht, ob der hier was taugt. Aus dem Discounter ist aber auch nur so eine kleine Tube. Keine Ahnung, wir werden sehen. So, Schublade fertig. Ich mache jetzt noch die anderen Schubladen und dann kannst du entspannt weiter auf dem Sofa sitzen und dann bauen wir die gleich ein. So, ich habe da mal was vorbereitet. Und wir nehmen diese Schubladenauszüge. Ihr solltet beim Kaufen darauf achten, dass das Vollauszüge sind und nicht so wie ich hier so Dreiviertelauszüge. Das ist echt echter Bullshit. Aber gut, was willst du machen? Hast du einmal gekauft? Fertig. Ich habe es auch erst gemerkt, wie ich sie dran geschraubt habe. Komm halt her, Mensch. So. Ja, ich weiß, eine Schublade habe ich ohne euch gemacht. Kann ja auch nicht den ganzen Tag rumfilmen hier. Muss ja auch mal fertig werden, ne? So. Also. Schublade schief. Müssen wir jetzt gerade machen. Ich habe hier oben 2 mm Versatz. Ich weiß nicht, warum ich das Ding da 2 mm tiefer dran geschraubt habe, aber es ist nun mal so. Man könnte zwar wieder gerade machen, aber ey, ist eine Garage und eine Werkstatt. Man muss das ja nicht übertreiben, ne? So. So. Aber ich habe nicht mehr genug Schubladen für vier. Der Schrank sollte eigentlich vier haben. Aber irgendwie weiß auch nicht. Ihr merkt schon, das sind nicht die besten Rollen hier. Das ist. Naja. Was wir jetzt machen, ne? Jo, knapp 18, wunderbar. Also, hier ist eine Lücke. Jetzt seht ihr das da. Das sind ungefähr 3 mm. Und die 3 mm muss ich, glaube ich, jetzt nach oben, richtig? Was meint ihr hier? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube wohl, ne? 3 mm nach oben. Sehe ich auch so. Also, schrauben wir das Ding 3 mm drüber. Ja, wir haben die Schublade drin. Dadurch, dass das keine Vollauszüge sind, haben wir natürlich das Problem und die Schubladenteile eigentlich für eine Schublade sind, wo eine Nut drin ist und ich keine Nut gemacht habe, habe ich hier einfach unten drunter, also quasi von unten nach oben oder von oben nach unten, je nachdem wie ihr es sehen wollt, habe ich ein Loch durchgebohrt und da haue ich jetzt einfach einen Nagel durch, damit dieser Schieber an dieser Schublade bleibt. Prinzip ist einfach recht simpel. Dadurch, dass der Nagel da drin ist
und die Schublade bewegt wird, ist klar, ne? Bewegt sich der Schieber mit der Schublade. So, ich habe da mal einen Griff vorbereitet, und zwar den hier. Den werden wir an die Schubladen basteln. Ich habe das also hier oben abgeschliffen und unten abgeschliffen, so dass das auch glatt ist und ich mir nicht sämtliche Splitter einfange. Ist kein Strom da. Warum ist kein Strom da? Weil nicht eingesteckt. Auch sehr schlau wieder. Ohne Strom ist nichts los in Rom. Ja, das war der Bau meiner Werkbank bzw. meiner Unterbauschrank, wo meine ganzen Werkzeuge reinkommen und hier halt auch noch ein bisschen Zubehör fürs Werkzeug reinkommt und sowas alles. Hab halt auch wieder ein bisschen Stauraum, Gott sei Dank, und kann da meine ganzen Werkzeuge reinpacken. Hier kommt noch eine Blende davor auf jeder Seite. Dann ist das komplett dicht und wird halt so auch so ein Spaltmaß haben wie hier oben. Also wirklich relativ knapp. Oder wie bei meinem alten Bonsai oder bei meinem anderen Bonsai-Tisch vielmehr, genauso. Also wird dann noch schön abgeschliffen. Und wie gesagt, im Moment ist noch so viel Monat über am Ende des Geldes. Und ja, soweit erstmal benutzbar auf jeden Fall, ganz klar. Und ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns mal in einem der nächsten Filme wieder. Vielleicht zum Thema Bonsai oder zum Thema Werken, wer weiß das schon. Na gut, viel Spaß noch auf deinem Sofa. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.